ich muss auch sagen, zur Verteidigung von Virtus Pro, sie haben einige schöne Situationen gehabt, einige Two-and-Twos und so weiter und so fort. Ich bin mal gespannt, ob sie auf Cobblestone die Klatsch-Situation besser über die Runden bekommen, als es auf Mirage der Fall war. Virtus startet auf der TT-Seite, Rain mit dem Headshot auf der T-Seite. Und da geht es schon mal ganz, ganz schlecht los für Virtus Pro. 5 gegen 3. Neo hat zwar ein Diffuse-Kit, aber nur noch Tess hat Armor und der ist auch gerade gestorben. Faze muss die Bombe eigentlich gar nicht mehr legen. Die können auch direkt draufrennen und die Kills machen, auch wenn Kerrigan noch reloaden muss. Er rennt einfach im Kreis um Neo und schießt die ganze Zeit. Und ja, wie ich gesagt habe, die Bombe wurde nicht mal gelegt. Taz runzelt auch schon die Stirn. Wie kann das passieren? Wie können wir immer wieder so auf die Fresse bekommen? Es ist in der Piste gegen Faze sicher auch nicht leicht. Und wenn die mal anfangen, strukturierter zu spielen, dann wird das für ganz andere Teams auch noch zum Problem werden. Da habe ich mir gestern noch ein paar Gedanken gemacht. Konnte SK gegen Faze ja leider nicht ganz sehen. Und nach dem langen Tag gestern dann auch der Schlaf wichtiger, als das Spiel nochmal anzuschauen. Aber SK hat Faze geschlagen und das in einer halbwegs kontrollierten Art und Weise. Und vielleicht hat Faze ja versucht, disziplinierter zu spielen, als sie es sollten. Vielleicht müssen sie im Moment einfach noch diesen Freestyle spielen. Diesen, ja, wir rennen rein und schießen um. Und wenn sie dann gegen SK spielen, hatten sie vielleicht auch Angst, dass wenn sie Freestyle spielen, sie von SK komplett zerlegt werden. Dann wahrscheinlich auch ein bisschen auch die Augen auf die Zukunft gerichtet und versucht dann strukturierter zu spielen. Und das geht manchmal am Anfang nicht so leicht, wie es sich anhört. Olof mit dem Team-Kill gegen Nico, dann wird er von der Nate gekillt. So schnell kann man 4 gegen 3 rausspielen. Und Virtus Pro hat fast nichts gemacht. Rain und Guardian leben noch mit 33 und 52 HP mittlerweile. Neo schmeißt die AK nach hinten zu seinen Teammates. Währenddessen wird er gekillt von Guardian. Aber Taz hat ja die AK von Neo, die tödlichste AK auf dem Server. Hat er schon 2 Kills gemacht damit. Rain hinter der Smoke. Taz sprayt einfach durch. Und Virtus Pro gewinnt die zweite Runde. Leute, sie bestätigen meinen Verdacht, dass sie doch gar nicht so schlecht sind. Das war aber auch verdammt glücklich. Irgendwie. Ah, Mann, oh Mann. Da kommt die AK des Himmels geflogen. Aber manchmal braucht man eben auch ein bisschen Glück, das einem unter die Arme greift. Kuriose Runde. So oder so. Faze sollte sich da nicht zu sehr aufregen drüber. Werden sie, glaube ich. Das ist ein kurzes Ärgernis, das sie ganz schnell wieder abschütteln können. Ja, Kerrigan schüttelt der Taz ein kleines bisschen zu Tode. Rain lenkt Snacks ab hinterm Holz. Und kriegt dann wenigstens noch ein bisschen Schaden rein. Aber Snacks handelt das ziemlich gut. 2 Kills für ihn, 21 HP, nachdem er von 2 Spielern angegriffen wurde. Perfektes Stellungsspiel. Ha, das Wort Stellungsspiel ist eigentlich ganz schön. Habe ich jetzt so eigentlich noch gar nicht gehört in Counter-Strike. Reden immer von Positioning. Aber relativ unkreativ, das sozusagen. Ich glaube, ich werde Stellungsspiel öfter benutzen. Mit der Mac7. Gutes Stellungsspiel von ihm. Währenddessen Faze zusammen an B. Und Neo schmeißt die Nate rein. Genau in die T's. Oh, Pasha kommt da nochmal mit einer HE dazu. Schießt noch einen um. Bialy steht am Spot. Die Bombe wird höchstwahrscheinlich nicht gelegt werden. Schönes Stellungsspiel auch von Bialy. Nein, ganz so übertreiben werde ich es nicht. Guardian mit 4 HP alleine. Als Bialy den Kill gegen Olof Meister macht und sobald sich Guardian zeigt, ist er natürlich Geschichte. Wow! Ich meine,
Snacks hat Kerrigan schon gesehen, dreht sich trotzdem gegen Rain um. Insane von ihm. Da sieht man, wie skilled Virtus Pro eigentlich ist. Gleichzeitig auch, wie gut die anderen Teams sein müssen, die Virtus Pro immer wieder schlagen. Dass sie gegen prinzipiell so gute Spieler nichts anbrennen lassen. Pascha und Co. werden auf dem B-Spot getestet von FaZe mit einem schnellen B-Go. Bialy killt den ersten. Nico tradet, aber Neo ist dann nochmal da. Stopft das Loch, das sein Teammate hinterlassen hat. Spielervorteil für Virtus Pro. Bialy wird jetzt spät auf dem Baum geboostet. Kriegt den Easy-Kill gegen Guardian. Nico wird dann auch sofort getradet. Gut von Virtus Pro. Die behalten einfach immer einen Spieler am Leben durch ihre Trades. Durch ihre Position und Bialy mit 3 Frags in der Runde. Nico hat da immer noch gut lachen anscheinend. Also schöner Anti-Boost von Virtus Pro. Das am Anfang zu benutzen ist ziemlich gefährlich, wird leicht abgeflasht. Man kann ja da oben Flashes nur sehr schwer ausweichen und es wird eben auch oft abgeaimt, wenn die Ts in den Spot reingehen. Aber wenn du den Boost später spielst, ist ja schon sehr viel Chaos auf dem Spot. Man tut sich dann eben schwer, sowas zu sehen. Wenn man gerade Chicken Coop im Visier hat, ist es eben schwer, den Baum gleichzeitig auch mit abzuaimen. Und das gibt die entscheidende Millisekunde oder halbe, ja, die entscheidende halbe Sekunde, die du dann hast, um deinen Gegner schon mal zu töten. Pascha mit dem Molly in die rechte Ecke, wird dann gehittet von Nico, der versucht es nochmal, aber Pascha macht keinen Fehler, zieht sich einfach zurück. Mit seinen 29 HP wäre das viel zu risky gewesen, den First Frag abzugeben, ist gegen FaZe Clan eh immer eine unangenehme Sache. Kerrigan kommt unbeschadet in den Dropper rein, das wird gerade von Bialy gehalten. Währenddessen pusht Neo auf die Plattform und FaZe wird mit ihren 5 Mann gleich in den B-Spot reinrennen. 40 Sekunden sind noch auf der Uhr. Der Plant wäre selbstverständlich schön für FaZe, aber sie brauchen ihn nicht unbedingt. Der Loser-Bonus ist ja auch schon relativ hoch. Nach dieser Runde ist er dann Max. Pascha mit 2 Kills. Ali wird zwar rausgenommen, aber Pascha macht den dritten. Und da ist kein Durchkommen für FaZe Clan. Virtus Pro schaut gut aus auf Cobblestone. Das letzte Mal haben sich die Teams auf Cash getroffen. Das war ein 16:5 für FaZe Clan in der ESL One New York. Auch online hat Virtus Pro selten was zu sagen gegen FaZe. Sind sie froh, wenn sie zweistellig werden. Ich wäre froh, wenn wir heute noch vierstellig werden, was die Zuschauer angeht. Aber ich bin mir der Uhrzeit natürlich bewusst. Es ist nicht ganz leicht für alle zuzuschauen, die es gerne tun würden. 11 Uhr morgens ist einfach auch krass. Und FaZe hat Alang schon mal eingenommen gegen Snacks und Taz. Das erste Mal, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie A anspielen. Aber es ist auch erst die 7. Runde. Noch gar nicht so spät in der Halbzeit. Bialy hält zumindest Kerrigan vom Lurken ab. Und damit ist die Rotation für Virtus Pro auch klar. Da war niemand mehr auf lang, also muss es B werden. Pascha, wieder starker Schuss gegen Guardian. Jetzt muss er am Spot noch ein bisschen ausharren, bis seine Teammates ihn vollständig supporten können. Bialy kriegt schon mal in den Kopf geschossen. Paschan aber nochmal zur Stelle gegen Nico und Rain wird von Neo gekillt. Saugeile Runde von Pascha. 3 Kills für ihn, 6:1 für Virtus Pro. FaZe tut sich echt mega schwer. Ich meine, die hatten ein 5:3. Und geben ein 5:3 gegen Virtus Pro ab. Und jetzt kommt die taktische Pause von FaZe.
was besprechen die jetzt? Dass sie vielleicht lieber dann auf A geblieben wären? Wahrscheinlich. Virtus Pro kann sich dann schon mal auf einen A-Go einstellen. Vielleicht nicht in der Runde, aber in einer der nächsten, schätze ich mal. Jetzt noch mal einen Argo zu spielen wäre ein bisschen zu offensichtlich von FaZe. Außerdem haben sie nicht die... Ja, okay, sie haben genug Equipment, aber nicht wirklich die richtigen Waffen. Pasha tut sich schwer, diesmal auf der Plattform. Neo wird auch komplett geflasht. Gut gemacht von FaZe Clan. Diesmal passt das Timing. Biali hat aber das... Oder hat aber sein Spray gut unter Control. Kann das 3 gegen 3 wieder rausspielen. Bombe liegt. Smoke auch noch. Versus Pro muss also noch ein bisschen warten, bis sie retaken können. Da kommen schon die ersten Flashes. Die haben noch relativ viel Equipment. Also der Retake sollte gar nicht so schwer werden für FaZe. Ein Problem ist immer Nico mit einer AK und Guardian an der AWP. Raw. Ja, und als ich die beiden Spieler erwähne, holt sich Rain mit der CZ den Tracking Task. Biali kommt aber rum um Squad. Snacks aktiv gegen Rain geworden. Und jetzt 1 gegen 1. Nico mit dem 4K. So schnell wie der Blitz drückt er ab und gewinnt die Runde für FaZe. Und da sind die Seufzer natürlich groß bei Virtus Pro. Hätte nicht sein müssen, diese Runde. Ich hoffe, die machen sich jetzt nicht deswegen verrückt, dass sie da eine Runde mal verlieren gegen den Eco-Buy von FaZe. Das war ja nicht ganz gesaved. Sie hatten eine AK dabei. Und die AK hat es getan. Sie hatte den meisten Impact. Ist aber auch ideal gelaufen für FaZe. Einerseits die Posis, die Virtus Pro gewählt hat, andererseits auch das Timing von Rain, das göttlich war an der Statue. Und jetzt muss Virtus Pro göttlich FaZe daran hindern, nochmal eine Runde aufzuschließen. Teamkill von Biali. Trotzdem 3 gegen 2. Wird zum 2 gegen 2 durch Olof Meister. Der ist mit der UMP nur bewaffnet. Bombe wird gelegt, er pusht durch die Smoke, versucht den Planter zu erledigen. Gutes Timing von Virtus Pro. Gerade als Olof Meister fertig war mit dem Plant, ist Taz schon durch gewesen. Guardian alleine auf der Plattform mit 15 HP. Da reicht ein Schuss. Taz nimmt sogar nochmal eine Nade in die Hand. Und Snacks deckt ihn da hervorragend. Virtus Pro führt 7 zu 2 gegen FaZe Clan. Und die Ts wurden gerade resettet von ihren polnischen Kontrahenten. Sie könnten eventuell nochmal forcen. Ich weiß nicht genau, wie es geldtechnisch so ausschaut. Schöne Dia-Show von Epicenter. Da wird uns dieser Slide nochmal gezeigt. Ja, sie können definitiv nochmal forcen. Und vorhin haben sie mit so einem Force bei gewonnen. Vielleicht schaffen sie es jetzt wieder. Dann wäre das Geld bei Virtus Pro auch knapp. Sorry, dass ich heute so ein bisschen nasal klinge. Mein rechtes Nasenloch ist mittlerweile komplett geschlossen. Ich werde das hoffentlich die nächsten Tage mit Nasenspray bearbeiten können, dass ich dann zu den Playoffs wieder in Topform auflaufen kann für euch. Aber die frühen Morgen um 10 Uhr anzufangen, das hat mein Körper offensichtlich nicht ganz so gut verkraftet, wie ich gedacht habe. Und ja, der Wetterumschwung, mein, ist ja klar, es ist Herbst, da wird man halt mal krank. Darf man aber nicht. Taz und Snacks dürfen jetzt auch auf keinen Fall den A-Spot verlieren. Es wird gesplittet von FaZe. 2 Spieler kommen durch den Dropper, da steht Biali. 3 Spieler überlang. Oder besinnt sich FaZe nochmal eines Besseren? Ich glaube nicht. Bei 40 Sekunden ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie an dem Spot bleiben, auf dem sie gerade stehen, relativ wahrscheinlich. Biali zieht sich zum B-Spot zurück, wird von Nico gepusht und gekillt mit der Diege. Snacks hält aber A mit der AWP. Pasha killt dann den nächsten im Dropper. Und ein 3 gegen 3. Snacks ist mittlerweile alleine am A-Spot, aber der steht immer noch am Spot. Und das ist ein Riesenproblem für FaZe. Schöner Schuss von Snacks. Guardian wartet da geduldig auf Pasha.
Ja, und er wird sich auch nicht mehr zeigen. 6 Sekunden auf der Uhr. Theoretisch könnte er jetzt noch planten. Das wäre Ninja Plant. Das hat Ninja Plant habe ich eigentlich noch nie gesagt, glaube ich. In meiner ganzen Karriere nicht. In 4 Jahren habe ich nie Ninja Plant gesagt, glaube ich. Und es wäre wohl auch einer der ersten Ninja Plants der Geschichte. Also in einem 1 gegen X hinter den Linien der CTs, die eigentlich den Spot unter Kontrolle hatten, zu planten. Das ist ein Ninja Plant. Also das ist jetzt mein Begriff. Den darf kein anderer benutzen. Beziehungsweise darf ich definieren, was er bedeutet. Es ist also nicht verkehrt, wenn ich einfach mal Ninja Plant sage. Das stimmt dann einfach. Position, gar nicht übel, ist da noch durchgerutscht, aber es ist immer wieder gefährlich, wenn du da oben auf der Plattform stehst in der Ecke, die wird fast immer gecheckt. Und Teams, die die Ecke nicht auf dem Radar haben, die haben es auch echt, die haben ihr Leben nicht unter Kontrolle. Snacks hält Alang mit der AWP, wird ein kleines bisschen supported von Taz, der sich langsam wieder ranschleicht. FaZe will nochmal splitten anscheinend, diesmal mit dem Full-Buy. UMP für Olof. Nicht mehr viel Equipment bei FaZe da. Und Jali wieder ein wichtiges Duell im Dropper gegen Nico. Diesmal steht er eher zum A-Spot orientiert. Vorhin war es zu B. Taz wird Last Second nochmal geboostet bei 48 Sekunden. Snacks zieht sich auf den Spot zurück. Ah, dreht dann aber nochmal ums APC um. Jali spielt mit den Gedanken. Nein, er spielt mit keinem Gedanken. Er geht einfach nur mal rechts rum, schaut ins Window rein, ob da schon niemand ist. Und jetzt wartet er nochmal auf den Go von FaZe. Die Europäer werden es definitiv auf den A-Spot bringen. Schön gemacht von Nico. Geduldig gewesen. Springt dann auch in Antizipation von Snacks ab Amens über diesen Sichtwinkel drüber. Taz wird sofort getradet. 4 gegen 2. Pascha und Neo sind alleine und müssen saven. Da gibt es nichts mehr zu holen für sie. FaZe arbeitet sich schwer voran. Es ist nicht leicht für sie. Virtus macht einen super Job auf Cobblestone gerade. Und FaZe braucht ein bisschen zu lang, um diese Koordination so richtig durchzubringen. Wir haben ja vorhin gesehen, sie haben jetzt zum dritten Mal den A-Split gespielt. Und jetzt funktioniert er erst. Das ist schon mal. Oder zum vierten Mal, glaube ich sogar. In der einen Eco. Ja, ich glaube sogar 4 Mal haben sie jetzt den A-Split gespielt. In 10 Runden. Davon auch eine Eco und ein Force-Buy dabei. Und jetzt funktioniert er endlich. Aber so viele Runden. Ja, ich weiß es nicht. Sollten sie. Also, jetzt können sie zumindest auf den A-Split bauen. Und wird das Board nicht mehr ganz so viel Kohle. Vielleicht geht jetzt auch der B-Go durch. Sie spielen zunächst mal Default. Wollen es nicht übertreiben mit den Taktiken. Obwohl sie theoretisch auch gleich wieder auf den A-Spot gehen können. Olof aimt aber passiv die Plattform ab. Wird noch nicht gepusht. Pascha wäre auch eher selbstmordgefährdet, wenn er das macht. Oh, Olof kriecht da rein und erwischt Pascha auf dem falschen Fuß. Ich glaube, der wollte sich gerade neu positionieren. Damit der erste Kill für FaZe. Und es schaut so aus, als müsste Virtus Pro sich nochmal zusammenreißen. Nach dieser Runde müssen sie saven. Sie haben einfach nicht die Zeit oder nicht das Geld, um die Runde abzugeben. Rucki-zucki ist FaZe da dran. Rucki-zucki steht es 8 zu 6, vielleicht dann sogar 8 zu 7 in der Halbzeit. Und damit kann FaZe definitiv leben. Jalin mit einem wichtigen Kill gegen Nico. Diesmal hat er das kleine One-on-One-Duell am Dropper wieder gewonnen.
sehr interessante Dynamik zwischen den beiden Spielern. Und Bialy hat auch den richtigen Riecher, rotiert auf den A-Spot. Jetzt Snacks aus der anderen Ecke, überrascht Olof und springt da rein gegen Guardian. Überlebt irgendwie den Spray von Kerrigan, der von oben kommt. Er nimmt jetzt einfach die Bombe in die Hand und geht gleich auf den Plant. Rain hat nur 15 HP. Wo steht Neo? Im Connector. Und er fängt Kerrigan ab, schießt dann leider gegen die Wand. Das war aber, also im Endeffekt war Neo drauf. 6 Sekunden auf der Uhr. Die Nate macht den Job, den die AWP nicht erledigen konnte. Virtus Pro gewinnt die Runde doch glatt nochmal. Dank Snacks, muss ich sagen. Snacks, der Held. Force Buy auf beiden Seiten. Der von Virtus Pro ist ja schon fast kein Force Buy mehr. So stark wie der ist. 2 AWPs, ganze Nades. Aber Bialy hat eben nur eine UMP und kein Defense-Kit. Snacks schießt Kerrigan erstmal ins Knie. Der war mal ein Krieger. Jetzt humpelt er nur noch. Und unglücklich für FaZe. Da droppt die Bombe. Also beziehungsweise Guardian rennt durch die Smoke und droppt die Bombe dann. Für Virtus Pro kein Geheimnis mehr, was FaZe vorhatte. Diesmal passt Rain auf die Ecke auch auf. Wird trotzdem von Pasha rausgenommen, weil er vorbeigeschossen hat an Tars. Pasha macht ja auch echt ein gutes Match gerade. Entschuldigung. Eieiei. Kann Virtus Pro FaZe in eine dritte Map zwingen? Sie wären mit Gambit das zweite Team. Und FaZe hat gegen SK ja 2 verloren. Nicht ganz so stark wie bei der ESL One New York oder der E-League. Das macht da keinen Fehler. Schön Game von ihm. Auch selbstbewusst stehen geblieben. Nicht zu weit zurückgezogen. Ich meine, auf der A-Rampe kann ich mich auch nicht so weit zurückziehen, ehrlich gesagt. Da ist der Weg schon relativ lang, dass du endlich nicht mehr gesehen wirst. Cobblestone, aber auch nicht die beste Map von FaZe, muss man auch noch dazu sagen. Spielen sie extrem selten. Im Close Qualifier und in der Pro League noch 16-3 und 16-4 gegen Heroic und Godsend. Das war vor nicht ganz so langer Zeit und auch noch vor relativ kurz gegen NiP 16-6 verloren. Nun, die meisten Runden auf der T-Seite, das kann man von diesem Match gerade nicht behaupten. Boah, Nico hat nochmal Bock. Diese letzte Runde könnte FaZe die Chance geben, auf der CT-Seite ein bisschen besser reinzukommen. Vielleicht mal einen Fehler zu machen, ohne gleich das Spiel zu verlieren. Und dann wieder zurückzukommen ins Spiel. Plattform ist auf jeden Fall noch gut gedeckt von Virtus Pro. Rain steht aber im Dropper und Snacks steht oben an der Rampe von A. Wird aber gleich geflankt von Nico. Bisschen zu spät. Snacks konnte sich 2 Kills ergattern. Oh, Bialy da so knapp vorbei. Pasha kriegt ins Gesicht von Kerrigan. 2 gegen 2. Bombe wird gerade gelegt. Nico deckt die Smoke. Mit 9 HP muss Nico aufpassen. Boah, aber sie machen es synchron. FaZe trainiert das anscheinend, synchron zu killen. Nein, machen sie selbstverständlich nicht, aber... So ein Sympathiebolzen, der hinter den Spielern immer wieder sitzt. Snacks aber auch sehr sympathisch. Und Virtus Pro sollte sich freuen. Sie sind trotzdem noch sehr fokussiert, nicht erleichtert. Sie wissen, wie viel Arbeit noch vor ihnen steht. Wir haben ja gerade über FaZe geredet auf Cobblestone. Jetzt mal Virtus Pro dran. Die haben ihre letzten beiden Spiele auf Cobblestone
in der E-League 16-6 gegen Envy verloren und gegen Space Soldiers, Vorsicht, in der ECS Promotion Online 16-2 verloren. Davor bei der ESG Tour Mykonos im September, das ist erst knapp einen Monat her, fühlt sich an, als wäre es ein halbes Jahr her, da haben sie 16-7 gegen SK gewonnen. Interessanteste Ergebnisse, die wir bis oder hat. Jetzt pushen sie einfach die Rampe hoch, lassen da einfach niemand mehr stehen. Sau schnell gespielt von Virtus Pro. Nico ist down, Guardian der Letzte. Schaut so aus, als könnte Virtus Pro die Pistol gewinnen. Und was danach passiert, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich möchte doch mal stark davon ausgehen, dass es dann ein 13-4 wird, bis Face die Waffen in die Hand nehmen kann. Nee, sogar 14-4 könnte es werden. Ja. Also Face kann Cobblestone schon fast abhaken. Das Turnier ist einfach insane gerade. Es ist nicht das, was ich erwartet habe. Boah, und auch diese Runde ist nicht das, was Virtus Pro erwartet hat. Wie gesagt, ich möchte meinen, es würde 14-4 stehen, aber es ist nicht ganz sicher. Snacks und Pascha haben noch 30 und 19 HP übrig. Dieser B-Push wurde von Face gut zerlegt. Olof mit 2 Frags maßgeblich daran beteiligt gewesen. Und Snacks im 1-3. Er könnte es theoretisch gewinnen, aber die haben fast. Also. Die haben alle Armor. Die haben alle eine respektable Waffe. Vor allem Rain mit der AK. Und die haben den B-Spot unter Kontrolle. Das ist das größte Problem für Snacks. Der schleicht jetzt ein bisschen rum. Geht zum Dropper. Smuckt die Plattform ab. Und baitet Kerrigan rein. Er weiß, dass er da wahrscheinlich ein paar One-on-Ones bekommt. Schlängelt sich zum A-Spot durch. Das war schon dreist von Snacks. Er hatte einfach keinen Bock, den langen Weg zu nehmen und nimmt eine Abkürzung durch den Dropper. Er riskiert sein Leben dabei. Aber er kriegt den Bombplan trotzdem. Face ist ihm aber auf den Fersen. Da kommt der Kill gegen Rain. Die AK ist schon mal down. Guardian hat die AWP, die Scout mit der UMP ausgetauscht. Und jetzt pushen sie ihn zu zweit. Schön gepiekt von Guardian und Kerrigan. Guardian geht auch schon wieder zurück und holt sich deine AK, während Kerrigan den Defuse macht. Und FaZe verhindert Schlimmeres nach der Pistol Round. 12-5. Andererseits hat Virtus Pro auch die Pistol Round verloren und dann die zweite gewonnen. Also, es ist so ein bisschen, ein Spiegelmatch im Moment. Jetzt gibt es einen B-Fake und wohl einen A-Go oder sowas. Interessanter Approach von Virtus Pro. FaZe steht noch zu viert an B, aber einer macht sich schon auf den Weg. Ja, Rain rotiert. Olof kriegt die Bombe ins Gesicht geschmissen im Endeffekt.
aber auch die CZ wird ihm ins Gesicht gedrückt. 3 gegen 4. Pascha und Co. Haben die Bombe da immer noch an der Slope liegen lassen? Ah, sie denken, sie ist auf der anderen Seite oder was? Nicht ihr Ernst. Oh Mann. Es ist echt Zeit, dass die Bombe einfach dahin fällt, wo der Spieler stand, der gekillt wird. Wer kam denn auf die Scheißidee? Tut mir leid, das Wort so früh am Morgen schon zu sagen, aber das ist echt die dümmste Kacke, die ich mir vorstellen kann in dem Spiel wie Counter-Strike. Virtus Pro pusht jetzt zu dritt auf den A-Spot, nachdem sie die Bombe trotzdem bekommen haben. 2 CZs und eine Farmers. Spielervorteil noch für FaZe und Brain setzt sich gut an die Kanonen. Mit seiner Kanone bolstert 2 um. Rain macht den letzten Frag der Runde und FaZe gewinnt mit 4 Überlebenden. Trotzdem keine zufriedenen Gesichter. FaZe hat noch eine super lange Comeback-Phase vor sich. Noch 6 Runden, dann steht es nur in Anführungsstrichen 12-12. Sie müssten 10 Runden gewinnen, bis sie die Map gewinnen und dann auch das Match. Und dann sind sie in den Playoffs. Nicht vergessen, Entscheidungsspiel. Der Verlierer dieses Best of Threes ist raus. Und FaZe hat die erste Map 16-2 gewonnen. Ja, die Safe Round von Virtus Pro wird wahrscheinlich nicht sehr gefährlich werden. Wir haben eine P zu 50, ansonsten nur Glocks. Ich finde, die Glock wäre in komplett schwarz viel schöner, so wie es früher war. Dass es auch keine einfarbigen Skins gibt, finde ich echt komisch. Würden wahrscheinlich echt gut weggehen. So, der weiße P250-Skin ist ja relativ teuer, wenn man ihn in richtigen Float-Values hat. Ich denke, eine gelbe Waffe würden da auch einigen taugen. Ich sag da nur Fuel-Injector. Guardian und Olof injecten jetzt auch ein bisschen, aber eher Blei in ihre Gegner. Und da macht er 3 Kills. Schmeißt die MP9 auch gleich weg, hat er gar keinen Bock mehr drauf. Die hat ihren Job getan. 12-7. Virtus mit der ersten Waffenrunde in dieser zweiten Halbzeit. Full AK. Relativ viele Nades. Bialy hätte gerne nochmal eine Flash dabei, aber hat nicht ganz gereicht bei ihm. Das gleiche kann man auch über Pascha sagen. Dafür haben sie ja noch eine Smoke und eine HE und einen Molotow. Virtus baut langsam zum Baseboard auf. Halten defensiv vor A. Und jetzt kommen dann gleich schon die Smokes rein. Die fliegen ja relativ lange. Da machen sich 2 Spieler auf den Weg zum Dropper. Und das ist nur der Fake von Virtus Pro. Coole Taktik. FaZe verschiebt von lang zum A-Spot. Und Pascha fängt Olof Meister ab. Kerrigan hält aber zumindest den Connector noch für eine kleine Sekunde. Ja, dann ist Rain down. Der A-Spot ist verloren. FaZe muss eigentlich schon wieder saven. Schöne Taktik von Virtus Pro. Super abgesprochen, super abgestimmt. Und gleich mal einen A-Split mit B-Fake kombiniert. Ja, ja. Aber Cobblestone ist total langweilig. Oh, die spielen immer das Gleiche. Ja, weil die Teams eben komplett... Also, Sekunde, da reden wir gleich drüber. Anscheinend will FaZe doch nochmal retaken. Ja... Der ist wahrscheinlich eher der Scoreline geschuldet, als der Situation, in der sie sich befunden haben. Poken auch nur einmal kurz rein. Ja, Guardian killt zwar noch Taz, aber er wird von oben gleich Besuch bekommen von Neo. Ah, er rutscht ihm durch die Finger. Die Flash, Guardian, wow! 4K für ihn im Exit. Bringt FaZe aber auch nur ganz wenig. Also... Nicht gar nichts, aber
Es bringt ihnen wenig. Jetzt können sie Virtus Pro schneller resetten, aber trotzdem nicht ideal die Ausgangslage für FaZe. Ja, und warum macht Cobblestone so den Eindruck, als wäre es langweilig? Warum macht Mirage immer den Eindruck, als wäre es langweilig? Weil es halbwegs ausgeglichene Maps sind, die Teams gerne spielen in Matches, die ihnen egal sind. Also online, in kleineren Turnieren, in Turnieren, in denen sie in denen es nicht so viel Prestige gibt und so weiter, Dreamhack Opens und so, wo man einfach mal hinfährt, man die LAN-Atmosphäre einsaugt, man ein verbessertes Bootcamp im Endeffekt hat. Ja, ich werde dafür manchmal gepeinigt, wenn ich sowas sage, aber ihr könnt euch ja mal die Interviews durchlesen von Teams nach der ESL One Cologne, eine Woche vor dem Major. Ich habe bei der ESL One Cologne auch schon immer wieder gesagt, es ist ein Warm-Up-Turnier, es ist ein Bootcamp und viele haben es mir nicht geglaubt. Ich weiß von mindestens 3 Spielern, die es danach genau so gesagt haben, dass sie die ESL One Cologne nicht voll ernst genommen haben. Und Virtus Pro wird so einen A-Split-B-Fake doch nicht in der Pro League auspacken. Dann ist so eine Schlüsseltaktik bekannt und Leute können sich darauf vorbereiten. Jetzt pushen sie komplett in den B-Spot nach diesem kurzen Timeout. Und Olaf Meister hält sie gar nicht so schlecht auf. Dann kommt Tessa aber wieder rein und dann wird der getradet. FaZe überlebt diese prekäre Situation mit Ach und Krach. Kann Virtus Pro nochmal resetten. Und arbeitet sich ran. Noch 5 Runden Abstand. Auch Virtus tut sich auf der T-Seite gerade schwer. Also, Virtus Pro ist trotzdem aus der Pro League ausgeschieden und da hätten sie vielleicht die ein oder andere Taktik mal auspacken können. Oder sollen. Aber sie kommen ja so immer noch ganz gut zurecht. Auch wenn sie lange nichts mehr gewonnen haben. Vertrag ist Vertrag, sage ich da nur dazu. Aber ich hab's glaube ich vorgestern oder so schon erwähnt, als Neos Freundin gestreamt hat, hat Virtus Pro in der ECS glaube ich verloren, ziemlich eindeutig gegen Astralis war das, wenn ich mich nicht irre. Und dann haben die Zuschauer seiner Freundin gefragt, also seiner Frau besser, gefragt, ja, was macht Neo eigentlich gerade? Und sie dreht die Kamera und er sitzt da und kellert. Der war im totalen Fokus im Deathmatch und hat einfach nur umgeschossen. Also die sind top motiviert. Sie wissen ja selber nicht, was schief läuft. In dieser Glock-Eco läuft es gerade gar nicht so übel. 3 Kills jetzt. Neo mit der AWP gegen Rain. Boah, und da kriegt er nochmal einen. Guardian endlich wieder zurückgekommen für FaZe in die Runde. Aber Snax hat die AWP aufgenommen. Das könnte die Eco für Virtus Pro sein. Dank Neo, den ich gerade nochmal gepriesen habe. Ah, Guardian aimt Snacks sehr geduldig ab. Dass Snacks da so ungeduldig geworden ist. Schade. 4 Kills für Guardian. Der Retter in der Not für FaZe Clan. Da sieht man die Kills nochmal. Ja, das war ganz normale Arbeit für ihn. Aber dann wurde es interessant. Hat er sogar auch die Deagle als Fake Flash benutzt. Und jetzt fängt das Zittern wieder an. Taktische Pause für Virtus Pro. Ihre Splits funktionieren hervorragend.
Die haben jetzt in der Glock-Eco gerade nochmal gesplittet. Vielleicht mal den A-Split B-Fake andersrum machen. Ihn im Endeffekt spielen, aber auf B gehen. Dann als zweite Welle. Also zwei Spieler auf A nur. Und drei bei B lassen. Und dann B dreist faken. Und trotzdem drauf gehen. Sorry. Aber der B-Spot ist immer relativ schwer, nur mit drei Spielern anzugreifen, weil die CTs eben mehrere Posis haben, wo sie gut traden können. Und deswegen geht Virtus Pro auf den A-Spot. Aber nur einer überlang. Nur Neo. Ja, okay, er wartet. Er wartet auf seine Teammates. Die sind ins Danger gar nicht reingegangen. Oh. Oh. Jetzt kann Virtus die Bombe gleich legen. FaZe wird sich dann umdrehen und Neo backsteppt sie direkt, wenn sie den Spot retaken wollen. Oder was passiert hier? Bjali kommt in den Connector rein. Pasha steht auch noch in der Dropzone. Olof hat zwar Snacks gekillt, aber die Bombe lebt noch auf dem Rücken von Taz. Nico schnappt sich Bjali. Was macht Virtus jetzt? Sie sind umzingelt von CTs am A-Spot. Da haben sie sich vielleicht ein bisschen verschätzt mit dem Call. Der sah so sexy aus. Und dann lässt er die Hosen runter. Und da baumelt's. Pasha. Vielleicht nochmal die Hoffnung für Virtus Pro aufleben lassen. Links steht Olof hinter Holz. Der wartet einfach geduldig, dass Pasha die Bombe aufnimmt. Da wird nochmal geflasht. Ah, Pasha rennt dann rückwärts, weil er Rain wusste. Und Olof war ein bisschen unbekannt geworden dann durch die Zeit, die vergangen war, als er das letzte Mal gesehen wurde. Ja, ein sexy Call, der dann doch nicht so geil war, wie ich gedacht hatte. Aber das sind die Risiken, wenn du so einen komplizierten, sophisticateden Call machst. Und wenn Bjali da nicht fällt im Connector, dann gehört die Runde wahrscheinlich echt Virtus Pro. Oder wenn Bialis und Paschas Timing im Dropper und im Connector noch besser ist, dass Bjali dann wenigstens gleich getradet wird. Ja, die Aufstellung von FaZe war auch ideal gegen diesen Go mit den zwei Spielern an Lang. Also FaZe kommt wieder zurück ins Spiel. Sie haben sich zwei kleine Runden erlaubt. Eine davon war die Pistol. Bei der kann man auch nicht viel sagen. Guardian mit der AWP schon zwei Kills gesammelt. Fast Full Save von Virtus Pro. Sie haben HP zu 50 gekauft und den Deal. Rain hilft Guardian aus. Der kassiert immer mehr Schaden. Aber das juckt ihn nicht. Nochmal 4K von Guardian. Der läuft in diesem Turnier in St. Petersburg zu Höchstform auf. Er hat Navi hinter sich gelassen, er hat es abgeschüttelt. Jetzt blickt er wieder nach vorne. Und zeigt ein extrem krasses Match. 27 Kills in 24 Runden. Aber hey, Pasha hat 21. Pasha mal wieder gut unterwegs. Da, wow, das war, glaube ich, das... Also Pasha war mal unter den Top 10 Spielern der Welt. Das gerät immer wieder in Vergessenheit. Und er hat bei der IEM, nicht bei der IEM, bei der ESL One Katowice auch eine Rolle gespielt für Virtus Pro. Eine ziemlich wichtige. Bjali und Snacks spielen jetzt eine Rolle in dieser Runde, als sie auf dem B-Spot drauf pushen. Nicht viel Zeit vergangen und Virtus Pro hat den Spot schon unter Kontrolle. Rain ist allein. Es schaut stark nach einem 14 zu 11 aus. Virtus hat FaZe auf den A-Spot getrimmt und jetzt kommt so ein simpler B-Go. Sehr effektiv rüber. Ja, und alle Strategen, ja, warum spielen die denn nicht gleich so einen B-Go? FaZe wäre höchstwahrscheinlich nicht so verladen worden, wenn Virtus den B-Go von Anfang an so gespielt hätte. Da
Da spielt die Vorarbeit, die sie am A-Spot geleistet haben, mit den Fakes und so weiter, mit der Eco, die sie auch vorhin hatten noch. Das spielt da alles noch mit rein. So dass Face nicht genau weiß, was gespielt wird. Und damit ein kleines bisschen überraschter sind von dem Vego. Guardian ist echt ein Tier gerade. Jetzt gibt es nochmal einen Force-Buy für Face. Den müssen sie gewinnen. Sonst wird Virtus Pro gegen eine Force-Buy-Round oder gegen, ja, es sind wahrscheinlich dann nur noch Pistons dabei, das Spiel gewinnen können. Oder Cobblestone gewinnen können. Es ist nicht das Spiel. Es steht 1:0 für Face nach Maps. Und das wird einfach ein Shootout an der A-Rampe. Nice getradet von beiden Teams im Endeffekt. 2 gegen 2 jetzt. Als Brain sich ein bisschen zu tief reinwagt. Oh, und Bialy kommt von lang, überrascht Guardian dann. Nico mit der UMP alleine am Spot. Werden sie rotieren? Ja. Pasha auf dem Weg zum B-Spot. Nico nimmt die AWP mit und Virtus dreht wieder um. Die Polen zurück an B. Jetzt kommt die Smoke an die Tür und Nico weiß sofort, okay, das wird wahrscheinlich B werden. Die Flash bounced sogar nochmal zurück zu ihm. Aber er ist sich nicht ganz sicher. Wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit, das zu faken mit der Smoke und dann trotzdem B zu gehen. Nico glaubt seinen eigenen Augen nicht. Jetzt weiß er nicht mal, wo die Bombe gelegt ist. Aber er hat dann B niemanden gesehen und vertraut seinen Ziel. Schöner Schuss gegen Pasha. Bialy steht an lang. Hinter diesem kleinen Wand. Und jetzt am Holz. Nico denkt, er ist noch am Spot. Obwohl er doch eigentlich sagen könnte, dass der Planter schon down ist. Jetzt hat er ihn gesehen. Rennt sofort hin. Die Bombe tickt immer schneller. Bialy tanzt hinaus hinter der Säule. Oh, Nico mit dem Wallbang. Aber die Bombe geht trotzdem hoch. 14 wird zu 15. Nico muss saven. Face macht einen schwachen Eindruck auf Cobblestone. Sie haben sich zurückgeackert ins Spiel. Dafür zolle ich ihnen Respekt. Den haben sie sich definitiv verdient. Aber gegen Virtus Pro Cobblestone als E-League Champion, als ESL One Champion. Sie haben aus den letzten 18 Spielen auf LAN nur eins verloren und das gegen SK. Und das in einem 3-Mapper gestern. FaZe, ein Schatten ihrer selbst? Ich weiß es nicht. Sollten wir Cobblestone überbewerten? Ich denke nicht. Habt ihr schon mal jemanden beim Krankwerden zugehört? Heute schon. Pasha. Der ist auch gerade krank unterwegs. Mit der Ave. Neo wartet auf Olof. Der spielt auch mit dem Gedanken, da mal reinzupieken. Aber die Mac 7 ist jetzt nicht die beste Long-Range-Waffe. Muss sich auf den B-Spot gefasst machen. Olof hört nichts an A. Jetzt hat er gerade reingepiekt. Er hat auch nichts gesehen. Und dreht sich langsam wieder um. Virtus behält trotzdem noch 2 Spieler in den Hallways. Und lassen sich extrem viel Zeit. 30 Sekunden. FaZe hadert mit ihrem Schicksal. Rain wird ungeduldig. Olof geht jetzt A-Main rein. Kerrigan mit der MP9 komplett ins Nichts geschossen. Fett blind gewesen. Guardian mit der AWP, vielleicht der Retter. Aber Bialy killt ihn sofort. 2 gegen 4. Rain mit der CZ. Oh, er macht nur Schaden. Olof kommt von hinten. 10 Sekunden. 9 Sekunden. Die Bombe wird gerade so noch gelegt. Olof im 1 gegen 3. Wo ist der Olof von Fnatic? Ist er noch da? Er steht an seiner Box. Aber er wird von allen Seiten angeschossen. Und Virtus Pro gewinnt die Map gegen
Face, ich glaube, ich häng. Was ist denn da los heute? Das ist ja schlimmer wie gestern. Die Polen freuen sich zurecht, aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Inferno kommt gleich noch als Decider zwischen den beiden Teams. Aber ich hab's schon gesagt, ganz am Anfang, bei Mirage habe ich schon gesagt, Virtus Pro macht einen besseren Eindruck, als die Scoreline gezeigt hat.